Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Gestern gab es nämlich die Currywurst mal anders. Nee, Currywurst anders als du denkst, genau. Wo der eigentliche Unterschied darin lag, da war kein Currypulver dabei, wie man das normalerweise kennt, dass man das dann nachträglich so, Schwanz, dass man das dann nachträglich so auf die Currywurst drauf bröckeln kann. Adi, nicht, nein, geh weg, nein, guck, guck, guck. So, dass man das auf die Currywurst da drauf bröckeln kann, sondern es wurde ganz auf das Currypulver verzichtet und die Soße hat eine leichte Currynote gehabt, eine Tomatennote und eine Barbecue-Note, was dem Ganzen auch irgendwo noch ein bisschen Süße verliehen hat. Heute haben wir wieder Currywurst für euch, aber diesmal noch anders da als ihr denkt, denn wir haben heute einen ganzen Bottich Currywurstsalat von Schwarzbach Feinkost. Vielfalt für Genießer hat Pupsi entdeckt, im Rewe gab es den, das sind 1000 Gramm, also 1 Kilogramm und wir wollen mal gucken, ob der was taugt. Dann könnt ihr nämlich ganz gemütlich zu Hause euch mit Currywurst vollschlingen, obwohl ich nicht weiß, ist das jetzt günstig, ist das nicht günstig, ist das teuer? Ich meine, der ganze Bottich hat 7,59 Euro gekostet. Das ist schon eine Wucht für ein Kilo. Könnt ihr mal umrechnen, jetzt kommt es aber auf den Geschmack natürlich an. Und der Adi hat gerade den Rollladen runtergeschmissen. Ich esse das natürlich nicht einfach nur so. Ich habe mir noch aus dem Netto hier so ein Orientaler besorgt, beziehungsweise zwei Stück. Das ist so eine Art Fladenbrot. Wenn ihr daran riecht, das riecht auf jeden Fall sehr gut, sehr orientalisch. Die schmecken eigentlich sehr gut für 49 Cent, kann ich nur empfehlen. Und ich möchte euch jetzt auch mal hier die Packung nochmal zeigen. Schwarzbach Feinkost 7,59 Euro, Vielfalt für Genießer, Currywurstsalat. Blablabla, Sellerie, Sellerie, Senfmehl, nochmal Sellerie, 10er Vierter, Einwaage, 1000 Gramm. Den wollen wir jetzt mal aufmachen. Wir probieren den jetzt einfach mal so, kalt, ob der schmeckt. Und wenn der schmeckt, können wir den nachträglich natürlich auch warm machen, auch warm probieren. Wo geht denn der auf hier? Da muss man doch irgendwo einreißen. Genau, ich glaube, ich habe es hier am Rand. Da ist auf jeden Fall was dran. Einfach aufreißen. Adi randaliert weiter. Geh ab, geh ab. Nee, es geht nicht ab. Wir können den Deckel aber jetzt hier abmachen. Und guckt mal hier rein. Sieht das nicht gut aus? So eine ganze Schüssel voll. Den probieren wir jetzt. Und wenn er schmeckt, werde ich mir den wahrscheinlich nachträglich in eine Schüssel klopfen. Warm machen. Vielleicht noch ein bisschen Pulver drauf. Ich glaube, ich habe drüben nämlich noch so... Ich habe auf jeden Fall Curryöl oder Chiliöl. Chiliöl habe ich noch drüben. Wenn der mir nicht scharf genug ist, kann ich den auf jeden Fall noch nachwürzen. Das ist aber natürlich auch Currywurst mal anders. Nicht vom Imbiss, nicht selber gemacht, sondern als Currywurstsalat. Einfach aus dem Bottich rausgegessen mit viel Soße. Sind auch ganz dünne Scheibchen von einer... Ich weiß nicht, ist das Bockwurst, Wienerwurst, irgendwas. Gestern die Currywurst mal anders, das war ja im Prinzip Bratwurst. Das dürfte keine Bratwurst sein, das müsste eine schweinische Wiener sein, sage ich mal dazu. Ist aber sehr bissfest, wenn man nicht so isst. Die Soße schmeckt auf jeden Fall gut. Sehr fruchtig auch im Geschmack. Ein bisschen Schärfe hinterher. Ich glaube, wenn man das jetzt noch warm macht, wirkt das natürlich nochmal schärfer. Aber ich glaube, ich werde trotzdem noch was nachwürzen. Aber für den normalen Gebrauch reicht das so auf jeden Fall aus. Finde ich gut, dass es den so zu kaufen gibt. Im Rewe gibt es ja öfters auch in der Salatbar so Currywurstsalat. Vielleicht ist das genau der. Und die schenken den sonst immer nach. Und jetzt haben sie halt diese ganze Packung verkauft, was dann günstiger ist, weil normalerweise ihr für ein Kilo dann 11,10 Euro bezahlen müsste. So haben sie aber diese ganze Packung verkauft für 7,59 €. Da gab es eben auch andere, auch diesen Nudelsalat oder diesen Frühlingssalat, alles mögliche in so Bottichen. Ich habe das auch mit diesen Sweet Chili Hackbällchen erlebt in Meiningen, sagt Pupsi da oft, dass sie dann diesen ganzen Bottich, wenn die das nicht mehr nachfüllen können, weil das dann halb abläuft, verbilligen die das auch. Da kriegt ihr manchmal zum Preis von
3 Euro, 5 Euro, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube für 5 Euro kriegt ihr so einen ganzen Bottich, 1 Kilogramm von diesen Chili, Sweet Chili Hackbällchen. Das also so ähnlich, denke ich mal, ist auch einer so zum Auffüllen gewesen, weil die alle darum gelegen haben, nebeneinander extra. Schmeckt auf jeden Fall gut. War ein kleines Schnäppchen im Gegensatz zu sonst, aber ob man dann jetzt 7 Euro noch was bezahlen will dafür, muss man selber wissen. Theoretisch kann man sie auch selber machen. Einfach ein paar Wiener, bisschen Tomatensauce anrühren, ein bisschen Gewürze rein, dass das eben so eine Currynote dann bekommt mit Currypulver. Ich finde es gut, jetzt habe ich aber den Orientaler gar nicht probiert. Deswegen werde ich nochmal einen Happen nehmen und in den Orientaler beißen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und haltet mal Ausschau eben nach Schwarzbach Feinkost. Mmh.